Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir aus der Fahrradwerkstatt Lotta. Heute habe ich hier ein kleines, aber feines Paket von Oak Components bekommen. Die Idee stammt tatsächlich von meinem wohlgeschätzten Kameramann, dem Patrick. Der hat diese Firma gefunden, hat mir da bei Instagram mal ein paar Videos und Bilder zugeschickt und ich muss sagen, ich war durchaus begeistert. Hab dann einfach mal Oak angeschrieben, hab gesagt, hey, ihr habt da wirklich ein paar sehr interessante Bremshebel und Schrauben dafür. Wie schaut's denn da aus? Können wir da nicht ein bisschen zusammenarbeiten? Deshalb wird's in Zukunft, wenn alles gut läuft, so sein, dass ihr bei uns im Laden diese Bremshebel kaufen könnt, verbauen lassen könnt, je nachdem, oder auch einfach nur bestellen könnt. Und wir möchten heute euch diese Bremshebel einfach mal vorstellen. Was gibt's so ein bisschen? Wie sehen die aus? Wir werden das Ganze im Decoil montieren. Da ist ja aktuell die MT7 drauf. Und auch beim Patrick in seinem Propane ist die MT7 verbaut. Wir werden euch quasi einmal zeigen, wie man diese Hebel umbaut und dann uns das Ganze einfach mal gemeinsam mit euch anschauen. Okay, aber jetzt würde ich sagen, zeigen wir euch erstmal, was hier Schönes in dem Paket drin ist. Viel Spaß! Also auf den ersten Eindruck machen die Hebel wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck. Da kann man nichts sagen. Also die ganze Verarbeitung, wie sich hier auch diese Schrauben drehen lassen, Ultra Premium. Also da kann man nichts sagen. Wir werden jetzt mal einen Hebel komplett einbauen, inklusive auch diesem Leitungsknickschutz. Einfach, dass wir das auch mal gemacht haben, weil ich meine, wir haben jetzt diesen Hebel so auch noch nie verbaut. Ich möchte ihn jetzt einmal komplett selber verbauen, dann gucken, worauf muss man achten, wo sind vielleicht knackige Stellen von der Montage, wo man ein bisschen aufpassen muss. Und das machen wir jetzt erstmal und danach zeigen wir euch das dann mal ausführlich, wie man den Hebel und diesen Knickschutz für die Leitung montiert. Let's go! Der Hebel ist jetzt soweit eingebaut, auch hier dieser Leitungsknickschutz, den braucht ihr tatsächlich auch. Also mit diesem Schutz hier lässt sich diese Schraube hier besser einstellen, weil die hier hinten, sag ich mal, auf so eine Fläche von diesem Knickschutz drauf drückt. Prinzipiell ist es aber immer so, dass wenn ihr so einen Hebel kauft, dieser Knickschutz immer dabei ist. Jetzt würde ich vorschlagen, zeigen wir euch das Ganze mal an dem anderen Bremshebel, den kompletten Umbau, dass ihr das auch selber machen könnt. Was ich jetzt hier jetzt noch ganz schön finde ist, wir können jetzt hier mal direkt vergleichen, weil wir haben ja hier noch den alten Hebel montiert und okay, man muss schon sagen, der Hebel fühlt sich logischerweise viel hochwertiger an als dieser originale Magura Hebel. Aber gut, das ist natürlich auch klar. Ne? Und ich muss sagen, also am meisten begeistert mich halt klar, ihr könnt halt die Schrauben in allen möglichen eloxierten Farben bestellen. Den Hebel gibt es in 3 verschiedenen Farben. Es ist halt wirklich auch eine Optiksache. Ne? Also wenn ihr wirklich so ein bisschen Tuning an eurem Bike machen wollt, dann seid ihr da bei Oak auf jeden Fall richtig. Die haben ja nicht nur Hebel, sondern auch Vorbauten, Spacer etc. Das ist schon wirklich geil. Und dann kommt halt dazu, dass ihr die Bremse einfach viel besser, sag ich mal, auf euch einstellen könnt. Ne? Okay, dann zeige ich euch jetzt mal, wie man das Ganze umbaut. Als allererstes werden wir jetzt mal diesen Hebel ein bisschen locker schrauben. Also wir müssen ihn dann eh ganz abnehmen, aber
Ich stelle den jetzt schon mal hier ein bisschen hoch. Es ist auch ganz wichtig, dass wir als allererstes, wenn wir das montieren wollen, also diesen Knickschutz hier, müssen wir das machen, bevor wir den neuen Bremshebel montieren. Weil wenn der neue Bremshebel schon montiert ist, lässt sich dieser Knickschutz nicht mehr montieren. Also ich habe es zumindest nicht hinbekommen. Es sei denn, ja gut, wenn die Leitung ganz ab ist, kriegt man es wahrscheinlich auch eingefädelt. Aber ich würde euch einfach empfehlen, wir machen jetzt erst den Hebel runter, dann montieren wir den Knickschutz. Die, die das nicht machen wollen, überspringen es einfach und gehen wieder zum neuen Hebel montieren. Genau. Also, damit wir jetzt hier so einen Magura-Hebel entfernen können, gibt es hier auf der Unterseite so eine kleine Verschraubung, will ich es mal nennen. Gehen wir einfach mal hier hin. Das zeige ich euch jetzt mal. Dieser Knupsi hier, und wir können von der anderen Seite hier leicht drauf drücken. Dann kommt der so ein bisschen hoch, dann können wir den eindrücken, 90 Grad drehen und dann können wir den abnehmen. Dann kommt uns hier auch schon eine Feder entgegen, die nehmen wir raus. Wichtig, nicht verlieren, die brauchen wir später wieder. Und jetzt, wenn ihr den Bremshebel leicht drückt, könnt ihr diesen Plastikbolzen nach oben rausziehen. Bei mir geht es ein bisschen schwerer, weil ich hier oben schon mal einen kleinen Sturz hatte und der hier ein bisschen beschädigt ist. Aber alles noch so, dass es funktioniert. Ne? Okay, dann müssen wir jetzt irgendwie diesen Hebel demontieren. Und zwar ist das Ganze so befestigt, hier geht ein Bolzen durch, der ist quasi mit dem Plastik verpresst. Deshalb müssen wir jetzt oben und unten erstmal diese Blenden hier abnehmen. Bild ist vorne gerade. Also so, weil jetzt die Sonne wegen weg. Am besten geht ihr hier einfach mit dem Cuttermesser vorsichtig rein, dann könnt ihr die so ein bisschen anheben und dann könnt ihr die vorsichtig rausnehmen. Ihr könnt entweder dann wieder die von Magura nehmen, dann tut ihr euch die auf die Seite, dass ihr die nicht verliert. Oder es gibt auch von Oak eine, könnt ihr natürlich auch die montieren. Müsst ihr auf beiden Seiten abmachen, wenn ihr eine Seite vergesst, kann es euch heute passieren, dass wenn ihr diesen Bolzen dann rausschlagt, ihr die beschädigt. Ne? Deswegen empfehle ich euch, die auf beiden Seiten rauszumachen. Drei verschiedene gibt es bei Oak. Drei verschiedene? Okay, also der Patrick ist besser informiert als ich. Sehr gut, es gibt anscheinend drei verschiedene Blenden. Aber es kann schon sein, ja. Wir packen euch auf jeden Fall auch Link in die Videobeschreibung zu dem Hersteller. Aber wie gesagt, in Zukunft könnt ihr sowas auch bei uns im Laden dann erwerben. Okay, jetzt seht ihr hier schon diesen Bolzen. Den müssen wir jetzt rausschlagen. Es gibt natürlich, sagen wir mal als Fachwerkstatt von Magura, gibt es extra ein Tool dafür, wo man den Bremshebel, sage ich mal, reinlegen kann. Und dann kann man den, sage ich mal, relativ einfach ausschlagen. Und das Schöne an dem Tool ist halt auch, dass der Bolzen nur so weit rausgeschlagen wird, dass er nicht ganz rausfällt. Ihr könnt aber auch einfach zu Hause euch ein Holzbrett nehmen, vierer Loch reinschlagen und dann müsst ihr halt einfach einen Durchschlag nehmen und einen Hammer und das Ganze durchklopfen. Wir machen das jetzt natürlich mit unserem Werkzeug, aber wie gesagt, wenn ihr es nicht habt, keine Angst, das kriegt man auch daheim mit einem Holzbrett mit einem vierer Loch drin. Genau, dafür mache ich den Hebel jetzt hier mal runter. Wir können jetzt hier natürlich relativ einfach das in unsere Vorrichtung rein. So, dann können wir hier mit unserem Durchschlag hingehen und können den Bolzen rausschlagen. Und dann lässt sich dieser Hebel hier auch wunderbar entfernen. Ich mache jetzt meinen Hebel nochmal am Lenker fest. Lässt sich einfach schöner arbeiten, wenn wir jetzt hier an der Leitung was machen. Wir müssen jetzt hier diesen Gummischutz abziehen. Der kommt ja dann weg. Dann braucht er einen 8er Maulschlüssel. Mit dem 8er Maulschlüssel können wir hier diese Mutter lösen. Und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt. Wir müssen ja jetzt das Bremssystem öffnen. Das heißt, es kann natürlich jetzt Luft reinkommen. Wir könnten jetzt, wenn wir den Hebel nach oben stellen, gewährleisten, dass das Öl nicht raustropfen kann. Wir könnten darauf achten, dass wir die Leitung immer nach oben halten, dass wir am Ende, sage ich mal, noch ein bisschen Öl drauf geben und das hier mit Öl auffüllen und reinstecken. Und wenn wir dann Glück haben, ist keine Luft im System. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, Magura Bremsleitung kürzen, ohne zu entlüften. Verlinke ich euch gerne auch mal, könnt ihr euch vielleicht passend dazu anschauen. Aber wenn ihr es wirklich gut machen wollt und ihr zu 100% luftfrei sein wollt, ohne Luftblasen, dann werdet ihr um eine vollständige Entlüftung eher weniger drumherum kommen, wenn ihr es wirklich richtig gut machen wollt, dass ihr so wie hier auf der gegenüberliegenden Seite einen super Druckpunkt habt. Also das ist jetzt der normale Magura-Druckpunkt.
Und jetzt könnte ich ja hier mit der Schraube noch zusätzlich den Kolben weiter reindrücken und hätte ja dann einen noch krasseren Druckpunkt. Jetzt zeige ich euch aber einfach mal, wie man hier diesen Knickschutz montiert. Also wir machen hier die Mutter ganz raus. Ja, seht ihr, jetzt tropft es auch schon ein bisschen. Was ihr jetzt machen könnt an der Stelle, den Hebel ein bisschen hochdrehen, dann kann es nicht raustropfen. Dann müssen wir hier den alten Pin und die alte Olive entfernen. Die knipse ich jetzt einfach ab, so kurz wie möglich, weil meine Leitung ist eh schon relativ kurz. Deswegen muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht zu viel abschneide. Jetzt können wir hier Mutter und Gummi abnehmen. Jetzt haben wir hier unseren, sag mal, Knickschutz von Oak. Wir machen erstmal hier mit dieser Madenschraube die Feder locker. Gut, hinten die Schraube ist jetzt auch ganz reingeschraubt, die machen wir auch mal locker, dass wir die Feder rausmachen können. So, dann kommt die Feder als allererstes drüber, dann unser Knickschutz und jetzt natürlich unsere Mutter wieder und dann müssen wir hier einen neuen Pin und eine neue Olive einpressen. Als allererstes machen wir die Olive drüber, dann können wir den Pin hier schon mal so ein bisschen mit den Fingern reinstecken und dann habe ich jetzt hier extra ein Werkzeug für. Kann man quasi den Pin hier oben einhängen, kann die Leitung hier fixieren und kann das Ganze dann durch diese Schraube hier, sage ich mal, einpressen. Und was es dann auch noch gibt von Magura, gibt es ja auch, sage ich mal, diese Plastikhalter, sage ich mal, um die Kolben zurückzuhalten. Oder wenn ihr zum Beispiel die Bremsbeläge drin habt, das Hinterrad raus, könntet ihr auch reinmachen. Oder ihr nehmt sie eben dafür, diesen Pin hier einzupressen, könnt ihr hier die Leitung reinmachen und dann könnt ihr das Ganze auch hier so zack, in Schraubstock und reinhämmern. Funktioniert auch. Jetzt tun wir unsere Leitung hier rein. Die muss wirklich ganz innen anliegen. Dann unsere Olive und unsere Verschraubung. Drückt die Leitung hier wirklich rein, dass die sauber innen anliegt. Dann hier so ein bisschen wackeln, die Mutter reinschrauben und dann mit dem Mausschlüssel so weit reinschrauben, bis, sag ich mal, das Gewinde komplett verschwunden ist. Ich meine, ansonsten, ihr merkt es auch an der Festigkeit. Irgendwann ist es, sage ich mal, eingepresst und auch fest und es muss wirklich nur, sage ich mal, handfest. Ne? Also ihr müsst da jetzt nicht wie ein Schmied anziehen. So, jetzt merkt man auch, die Leitung fängt an, sich leicht mitzudrehen. Jetzt macht man es halt noch so, dass das Gewinde hier innen verschwunden ist. Und jetzt ist noch wichtig, weil wir haben ja hier diesen von Oak, sage ich mal, das Ding und es wird dann hier an der Mutter geklemmt. Und da ist es wichtig, dass wenn das hier quasi dann drauf ist, so, brauchen wir auf dieser Seite eine glatte Fläche von der Mutter. Deswegen drehe ich die jetzt so weit, dass ich quasi, wenn ich hier drauf schaue, eine glatte Fläche von der Mutter habe. Das ist noch relativ wichtig. Jetzt können wir hier hingehen, setzen diesen Schutz hier drauf. Jetzt müssen wir nur unsere Madenschrauben noch ein bisschen weiter rausschrauben. Dann drücken wir den hier drauf und schrauben das mit der hinteren Madenschraube fest. Und dann wird es, sage ich mal, an der Mutter, an der Klemmmutter befestigt. Ja, und hier auch wirklich nur so ganz leicht mit Gefühl, weil das soll ja wirklich hier nur fixieren. Dann können wir die Feder hier reinstecken und dann schrauben wir auch die Madenschraube so weit rein, bis, sage ich mal, die Feder leicht geklemmt wird. So, jetzt spüre ich, dass die Feder leicht geklemmt ist. Dann ziehe ich hier nochmal, die darf sich halt nicht bewegen. Passt. Fertig. Jetzt können wir unseren Hebel montieren. Was jetzt vielleicht noch ganz wichtig ist, bevor wir den Hebel montieren, falls ihr zum Beispiel andere Schrauben montieren wollt, muss man auch ein bisschen was beachten. Rausschrauben ist einfach. Ich würde euch empfehlen, erst die kleine Schraube rausmachen. Ihr seht auch gleich warum. Ich mache die jetzt mal raus. So. Dann tut ihr den Hebel in diese Position so ein bisschen schütteln. Dann könnt ihr diese Schraube rausmachen. Dann merkt ihr schon, irgendwie geht es relativ einfach plötzlich. Und zwar ist nämlich hier drin so eine, ja, so ein Stift mit einer Feder. Und der gehört quasi hier rein. So. Und der sorgt quasi dafür, dass das Ganze so klickt. Dass wir so Klicks haben. Ne? Genau. Und der muss eben hier rein. Und dann macht man erst die kleine Schraube rein. Macht ruhig auch ein bisschen Fett hier ran. Nur einen ganz kleinen Film an die Schraube. Dass die sich hier, sage ich mal, geschmeidig reinschrauben lässt. So. Dann kommt dieser Stift hier rein und dann kommt die große Schraube. Da machen wir jetzt auch ein ganz bisschen Fett ans Gewinde. Und dann müsst ihr mit dieser
diesen Kugelkopf hier vorne, sage ich mal, so ein bisschen den Pin hier reindrücken. Und dann könnt ihr das Ganze hier super geschmeidig reinschrauben. Und dann spürt man auch diese Klicks. Genau, am Anfang noch relativ weit rausgeschraubt lassen, weil wir das Ganze dann später noch einstellen müssen. Zeige ich euch aber dann auch, wenn wir soweit sind. Jetzt werden wir unseren neuen Hebel mal montieren. Dafür tun wir den hier wieder in unsere Vorrichtung. Dann können wir den Hebel hier so ein bisschen einhängen. Und jetzt muss man halt vorsichtig diesen Pin hier, sage ich mal, mit dem Hammer, wo ist der Hammer? Hier ist der Hammer, reinklopfen. Und das ist halt hier das Schöne an dem Tool, er ist jetzt schon genau so weit drin, wie er drin sein soll. Ne? Ich habe den Hebel jetzt hier soweit mal wieder montiert. Jetzt mache ich hier wieder meine MT7-Blende drauf. Wie gesagt, da gibt es auch von Oak ein paar schicke. Wir haben die jetzt nicht da. Wenn ihr euch die mitbestellen wollt oder wir werden die jetzt dann demnächst auch hier im Laden haben, könnt ihr die auch verwenden. Wir machen halt jetzt einfach wieder die von Magura drauf. Genau, dann kommt hier diese Schraube. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Schraube ist. Wieder rein, da wird dann hier wieder die Feder reingesteckt und dann müsst ihr hier dieses Ding wieder drauf machen und wenn es drauf ist, 90 Grad drehen und dann hält das Ganze auch. Genau, und wir müssen jetzt natürlich die Bremse noch entlüften. Wenn ihr das Ganze nach meinem Magura Bremse ohne Entlüften, also die Leitung kürzen ohne Entlüften Video macht, dann seid ihr natürlich jetzt schon fertig. Wir müssen jetzt halt noch entlüften. Wir entlüften gleich mal komplett. Wie gesagt, dass wir maximal Bremsperformance haben. Ansonsten, wenn ihr es, sag ich mal, gescheit gemacht habt, dann langt es eigentlich auch aus, wenn ihr hier oben die Entlüftungsschraube abmacht, eure Spritze hier drauf steckt und dann nach oben zieht. Dann kommen auch schon ein paar Luftblasen. Das macht ihr ein paar Mal. Hier auch ruhig mal am Hebel dann ein paar Mal pumpen. Dafür müssen wir natürlich jetzt schon mal grob einstellen. Dafür schraube ich jetzt die kleine Schraube schon mal ein bisschen rein. So, also mit der kleinen stellt man den Hebel ein. Na, wenn ich die jetzt rausdrehe und ich hier am Hebel leicht drücke, wandert der Hebel nach vorne. Und wenn ich sie reinschraube, wandert der Hebel in die Richtung. Wenn ihr das dann, sage ich mal, richtig eingestellt habt, dann könnt ihr mit der großen Schraube die so lang reindrehen, bis sie am Kolben, sage ich mal, anliegt. Das ist jetzt der Fall und dann kann man hier auch schön pumpen, sage ich mal. Und es schaut jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Also anscheinend haben wir keine Luft ins System reinbekommen bei unserem Umbau, was natürlich sehr, sehr gut ist, weil der Druckpunkt so ist jetzt eigentlich schon, würde ich mal behaupten, original Magura. Eigentlich ganz cool. Genau, dann drücke ich hier noch so ein paar Mal. Dann drücke ich ein paar Mal hier den Hebel. Lasst das System einfach kurz in Ruhe, dass ich, sage ich mal, hier der ganze Druck ausgleichen kann. Und dann machen wir unsere Spritze wieder runter. Nehmt sicherheitshalber ein Tuch dazu, falls doch ein bisschen Öl austritt. Jetzt kommt die Entlüftungsschraube wieder rein. Bisschen mit dem Tuch hin, dass wir nicht so eine große Sauerei machen. Nur ganz leicht reinschrauben. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Tuch eingeklemmt. Ist nicht gut. So. Jetzt passt es. Dann machen wir das Ganze hier ein bisschen sauber. Testen nochmal. Und schaut eigentlich sehr gut aus. Also man muss dazu sagen, ich habe die Bremse vor 2 Wochen erst komplett entlüftet. Deswegen bin ich tatsächlich erstaunt. Also es hat funktioniert. Es kann aber doch sein, dass es nicht funktioniert und dass jetzt noch Luft im Hebel ist oder hier irgendwo in der Leitung. Und dann müsst ihr es natürlich nochmal machen. Ich lasse es jetzt mal so. Ich stelle mir jetzt meine Hebel nochmal ein. Schaut hier auch wirklich, dass er die Druckpunktschraube so einstellt, dass der Hebel hier kein Spiel hat. Ne? Jetzt hat er hier ja Spiel. Machen wir nochmal 2 Klicks. Und jetzt hat er hier auch wirklich schön kein Spiel. Und dann fühlt sich das Ganze auch hochwertig an. Ne? Cool! Ich dachte nicht, dass es funktioniert, ohne die Bremse nochmal komplett zu entlüften. Aber der Druckpunkt ist eigentlich echt gut. Also da ist keine Luft drin. Voll gut. Aber wie gesagt, im Worst Case kann es passieren, dass wir sie auch komplett entlüften müssen. Ne? Damit sind wir auch schon fast wieder am Ende von diesem heutigen Video. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesen Bremshebeln haltet. Wir schneiden euch jetzt auf jeden Fall auch nochmal ein paar schicke Aufnahmen von den Hebeln rein im eingebauten Zustand. Also ich persönlich finde sie wirklich sehr hochwertig und ja, ich bin gespannt. Wir werden das Ganze jetzt die nächsten Wochen mal fahren und testen und mal gucken, wie sich die Hebel so auf dem Trail machen. Damit verabschiede ich mich für heute. Viel Spaß mit anderen Videos. Servus.